Wunderschönen guten Nachmittag und recht herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Der glaube ich, keine Ahnung, wie viele Teile inzwischen. Habe ich komplett vergessen, tut mir leid. Aber ja, ich möchte jetzt hier gerne, mit dem haben wir das letzte Mal schon geredet, wenn ich, wie ich mich recht erinnere, aber... Ich werde die Show ruinieren, wenn du mich nicht reinlässt. Du würdest sie für alle ruinieren, wenn ich das mache. Hey. Okay. Soweit ich mich, da waren wir schon rauf, wir waren hier. Unterdessen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Okay. Ja, wir sind jetzt hier bei... Ist das eine... Das sieht irgendwie aus wie Bernard, wenn er lächelt. So eine Art... Naja. Okay, da kann ich zur Tür gehen. Da komme ich... Geht's da zum Arzt? Ja, da geht's zum Arzt. Existiert die Tür auch in der anderen Zeit? Ich habe die, glaube ich... Ah ja, stimmt, das ist das Büro von Fred Edison. Okay, was können wir... Können wir hier rausgehen? Das glaube ich, der normale... Warte! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen! Ich bringe dich zurück in den Zwinger! Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Ah, okay, jetzt... Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Ich muss mal. Ich muss mal für kleine Tentakel! Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Tu ich doch. Das heißt, nämlich, wir haben doch hier dieses Schema. Ja, Gott. Kann ich das auch wieder rausnehmen? Da scheint was drin zu sein. Weil so geht das schneller. Nehmen noch die Flagge schicken. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Okay, ich habe, glaube ich, hier noch alles. Ja, ich werde nur mal kurz die Flagge erstellen. Cool. Verrückt. Okay, perfekt. Ja, dann... Genau daran habe ich gedacht, dass wir so ein Kostüm nähen können. Oh, ist das geil. Hallo, Katze? Ich kann da nicht näher ran. Besser nicht. Okay, können wir das einölen? Das macht keinen Sinn. Hä? Können wir die anmalen irgendwie? Ich kann da nicht näher ran. Machen wir ein Stinktier daraus. Das sollte klappen. Kennt ihr noch die Folgen von Asterix und Obelix? Blödsinn. Ah, wie von Bugs Bunny, wo immer so ein Stinktier war in eine Katze verliebt. Und diese Katze hat auch so einen weißen Strich auf dem Rücken, glaube ich, auch angemalt. Und aus diesem Grund wurde das Stinktier immer so voll wuschig, wenn er die gesehen hat. Ah, ich weiß nicht, er hieß Pierre. Und irgendwie so habe ich mir das gerade gedacht. Ich hoffe, die Farbe ist bleifrei. Hoffe ich auch. Hallo. Du hast nicht zufällig einen Menschen hier gesehen, oder? Nein. Ja, der ist jetzt weg. Pech für dich. Hallo. Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für einen Tentakel. Bist du zur Show hier? Na klar. So, ich glaube, den müssen wir irgendwie weglocken, damit wir hier oben raufkommen. Aber vielleicht, ich gehe dann zuerst mal hier unten. Obwohl, ja, ich weiß nicht, aber... Ja,
Ja, das stimmt. Nun, dann viel Glück. Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Essen für zwei im Tentakelclub. Also nebenbei, ich hoffe, den Ventilator hört man nicht zu stark, aber hier sind jetzt momentan 39 Grad und ich brauche etwas zum Abkühlen. Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nähert sich ihr, solange ich hier bin. Ah, das heißt, wir können nicht zur Uhr, aber dann können wir vielleicht nach oben hin. Könnte ich bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid, nein. Niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Verwieste. Oh, lecker. Also ein Stück deines eigenen Körpers. Nee, das würde man sehen. Larven und Mahnsalat oder verwieste Eichhörnchen-Dicke-Därme. Verwieste Eichhörnchen-Därme? Gütiger Himmel! Du bist ein richtiger Fährtenleser, oder? Kaum. Ich kriege sie alle, egal wie lange es dauert. Bist du nicht neugierig, was hinter der Uhr ist? Nicht wirklich. Bewachen ist immer dasselbe, egal was zu bewachen ist. Tja, man sieht sich. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Nein! Okay, dann probieren wir mal hier hochzugehen. Ja, das klappt. Perfekt. Hey, blödes Tentakel! Hä? Warum hey, blödes Tentakel? Oh, schon mal die Eistruhe. Nicht Fingernägel kauen. Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Hamster, los! Natürlich schön in den Ausschnitt gepackt. Hallo, wo bist du? Hamster! Hamster! Ah, da bist du. Er ist steif gefroren. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie erhitzen. Können ihn in die Vergangenheit schicken? Vielleicht haben wir deswegen das Feuer machen sollen. Ah ne, dafür haben wir ja die goldene Feder gekriegt. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Okay. Oh, ein Bild. Kenne ich nicht. Gehe zur Bank, Kerzenständer. Dekorativ. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Will ich nicht haben. Nimm Porträt. Will ich nicht haben. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Okay. Oh, die Zeitkapsel, genau. Das kann ich nicht nehmen. Vielleicht kann ich es öffnen. Dosenöffner? Cool. Benutze Essig. Okay. Warte mal, er braucht noch Gold, war das? Und Öl, habe ich gedacht. Öl, genau. So, jetzt sollte er eigentlich alles haben, um die Maschine zum Laufen zu bringen. Aber ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Weil ich möchte gerne sehen, was hier drin ist. Oh, geil! Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Hallo. Na, wie geht's dir, Süße? Ich muss den Chrono John anschließen. Tu das. Ich könnte auf einen Sturm warten. Ja, aber den müsste erst der Ugi machen. Ich bin beunruhigt wegen dieser Menschenshow. Hey Süße, nicht du. Du bist sexy. Wo finde ich einen Menschen für die Show? Nimm doch mich, Baby. Das ist eigentlich eine Idee. Können wir eigentlich testen. Weil unten die anderen sind ja nicht ablenkbar, aber der hier können wir vielleicht. Weil die finden ihn ja heiß. Und die anderen Tentakel finden sie heiß. Also könnte es vielleicht gehen. Ja, okay. Ja, sie sagt es selbst hier. Ich glaube nicht, dass ich die Edisons passend aus dem Gefängnis kriege. Okay. Hui, du hast aber tolle Sachen an. Der Raum erinnert mich irgendwie an
an Sam und Max, der nicht der Roadie-Typ, der Country-Boy da. Ah. Dieses ganze Weiß hat es mir angetan. Das ganze Weiß? Okay. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Nein, niemals, Baby. Rede ruhig weiter. Ich mag deine Stimme. Es ist kein großer Unterschied, mit den Jungs an der Medizinschule zu reden. Also mich würde es wundern, eben so 10 Jahre später, wenn sie studiert hat und Ärztin ist und alles Mögliche. Ausgenommen die Bandagen. Okay. Ah. Da ist noch etwas mit dieser Show. Also ja. Ja, Moral ist das nicht. Ist das wirklich Moral? Ich meine, Leute dahinzusetzen und sie wie Fleisch zu beurteilen. Was machen wir denn heute anderes in diesen ganzen Modeshows? Oder willst du sagen, dass Heidi Klum und die ganzen nicht nur das Fleisch begutachten? Da ist noch etwas mit dieser Show. Ja, sag's mir. Was machen sie mit den Menschen nach der Show? Vielleicht nehmen sie sie einfach mit nach Hause. Ich sollte jetzt gehen. Okay, das heißt, wir nehmen den hier als unseren Menschen mit, können ihn so tragen. Er ist zu schwer. Mhm. Also Flaschenzug oder Seil haben wir hier leider nicht. Das heißt, irgendwie müssen wir hier etwas anderes machen. Die Musik ist cool. Können wir ihn abfackeln? Ich möchte ihn nicht verletzen. Ach, schade. Können wir ihn anmalen? Ich glaube, die natürlichen Töne stehen ihm besser. Gut, können wir ihm Hammer geben. Ich möchte ihn nicht verletzen. Oh, können wir die Rollschuhe mitnehmen? Dann könnten wir ihn sozusagen rollen. Das wäre doch eine Idee, oder? Perfekt, dann nehmen wir jetzt so mit. Nehmen. Er ist zu schwer zum Tragen. Okay, dann drücken. Ja, aber wo rollt er dann hin? Alle Neune, Strike! Ja, cool, das Lächeln. Haben wir sonst noch irgendwie etwas? Okay, das heißt, er wartet dann unten. Gehe zu Lila Flamingo. Klassisch. Ich kann nicht. Nicht mein Geschmack. Okay, haben wir sonst noch... Labalampe. Oh, so einen habe ich hier auch. Das ist einfach cool. Geil. Keine Chance, zwei. Das ist gefährlich. Oh. Gütiger Himmel. Du bist Purpur, Ja? Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Ich glaube, ich gehe besser... Na klar, ich glaube fest an die Menschenrechte. Ich finde Menschen einfach widerlich. Ich auf keinen Fall. Es ist Laverne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen gern hat. Ich finde Menschen einfach widerlich. Das ist der Geist. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Okay. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Haha, ja. Sag, du siehst irgendwie bekannt aus. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer. Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Okay. Kuhhauen! Wenn ich den kalt mache, schmeißen sie mich zurück in den Knast. Ja, aber ist doch nicht so schön. Wenn ich den kalt mache... Okay, nee, warte mal kurz. Da könnte ich ja noch ein paar Sachen anschauen. Bloß... Wie kann er bloß so frei schweben? Ich fass besser nichts an, solange mich dieser Nikolaus dort hinten beobachtet. Nikolaus. Oh geil. Okay.
Okay, das hier hat sich sehr verändert. Gehe zu Hochsicherheitszone. Oh. Ah, hier ist der Preis. Komm, das nehmen wir doch direkt so. Geht nicht, das ist hinter Glas. Dann ausschneiden. Auf keinen Fall. Das lasse ich besser so, wie es ist. Besser nicht. Ich weiß eigentlich nicht, wofür wir den Kaugummi jetzt gebraucht haben. Plastikkotze. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Nein, ich mag die alte Farbe. Okay. Das heißt, da können wir momentan nichts machen. Das hier ist auch nichts. Kann ich hier runtergehen? Achso, das ist... Okay, da gibt es also nur noch mal Eingang. Haben sie wahrscheinlich die Mauer durchgebrochen. Okay, dann probiere ich mal hier so den Wettbewerb zu machen. Ah ne, warte, wir haben doch den Hamster gekriegt. Ich gehe den mal auftauen. Mit denen rede ich danach. Die Küche war hier hinten. Da, Tür. Ich war es nicht. Es klappt. Nein, es klappt wirklich. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh oh. Das war witzig, aber nur, weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Ich liebe es einfach, es ist zu genial. Ehrlich. Okay, ich weiß zwar nicht, was wir im Hamster machen können. Warte, ich wollte ja gerade noch in den Keller gehen, aber... Jetzt reden wir mal mit den verrückten Personen. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Was? Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da. Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest. Das ist meine erste Show. Alleine. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn du einen Mensch hast, der teilnehmen soll, dann solltest du dich beeilen. Ist aber auch egal. Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Überhaupt nicht. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Okay. Ja, Glück, wer schön ist. Die Schönheit vergeht. Das ist leider den Menschen leider nie so gut bewusst. Die sich immer nur auf das Glück verlassen, haben irgendwann eben kein Glück. Auf die Schönheit verlassen, haben irgendwann kein Glück mehr. Okay. Kann ich mit dem hier sprechen? Ah, hallo! Habe ich dir schon erzählt, wie ich mal einem entflohenen Menschen bis nach Madagaskar gefolgt bin? Er entkam auf einem Thunfischboot und ich bin nur knapp zu spät gekommen, um es zu stoppen. Das einzige Boot, was noch über war, war ein Ruderboot. Ja? Schon gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Okay, das heißt, gehen wir wahrscheinlich mit dem nach hinten sprechen, damit die Show beginnt. Irgendwie müssen wir die Show jetzt schauen. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich! Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach drei Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Als Mensch fand er uns abscheulich und als Tentakel findet er uns heiß. Hi, my name is... Unterdessen. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen.
Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen. Nerven aus Stahl. Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein.